Wenn wir geboren werden, die meisten von uns hängen ja dann an der Plazenta, also an der Nabelschnur, und die wird durchgeschnitten. Also wir gehen praktisch erst in unser Leben, also sind frei, sage ich jetzt mal, also werden abgeschnitten von diesem Mutterkuchen. Und die wenigsten haben die Chance, dass sie sich selber freischneiden können. Und ich glaube, dass es ein Riesenunterschied ist, zu dem, wie wir leben, ob wir unsere Chancen ergreifen, ob wir uns entscheiden, in die Freiheit zu gehen, oder ob da jemand, ein Arzt oder der Vater oder wer auch immer, das machen muss. Das finde ich so genial an der Lotusgeburt, die wir mit zwei von unseren Kindern gemacht haben. Und ich finde, ähnlich ist es auch in der Schule. Ja? Die Kinder lernen nicht selbstbestimmt und selbstverantwortlich, sondern wir machen das auch wieder. Wir drücken sie dahin, wir sagen, was sie lernen müssen. Wir sagen, was wichtig ist. Und auch da ist es ein Riesenunterschied, ob die Kinder das selber machen. Wir merken es an unseren Kindern, wie toll das ist, ihnen zuzuschauen, wie sie sich entwickeln. Ja, das, was noch eingewickelt ist, was sie sich selber rausentwickeln und eben diese Nabelschnur überall selber durchschneiden. Mal so als Gedanke.